Ich jetzt zu begrüßen. Heute mit dem Impulsvortrag von Caroline Schmidt. Caroline Schmidt ist seit März 2021 Professorin für Migrations- und Inklusionsforschung am Arbeitsbereich Transnationale Migrations- und Solidaritätsforschung am Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Universität Klagenfurt. Sie hat auch noch nicht vor allzu langer Zeit ihre Habilitation abgeschlossen mit einer Schrift zur Inklusion und Fluchtmigration, neue Narrative für die soziale Arbeit. Und ihre Arbeitsschwerpunkte gestalten sich rund darum, um dieses Thema. Sie forscht und lehrt unter anderem zur Inklusion und Diversität in der Migrationsgesellschaft, zu solidarischen Städten und Allianzen, zur inter- und transnationalen sozialen Arbeit und auch zur pädagogischen Professionalität. Ich freue mich sehr, Caro Schmidt, dass wir dich gewinnen konnten heute für den Impulsvortrag und freue mich sehr, dir zuzuhören in den nächsten 20, 30 Minuten. Live aus dem Ventilkulturraum in Klagenfurt und freuen uns sehr, dass wir als Team gemeinsam auch bei dieser Vortragsreihe mitmachen dürfen. Zum Ventil wird die Bettina Pirker später auch noch ein paar Worte sagen. Und das Thema lautet ja Solidarität im Kontext von Migration und Mobilität. Und wir wenden uns diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven zu, aus künstlerischen, aktivistischen und wissenschaftlichen Perspektiven und freuen uns, dass wir hier in Präsenz sitzen dürfen und auch digital Kolleginnen begrüßen dürfen. Bei diesem Kulturraum handelt es sich um einen Raum ohne Konsumzwang, der von Menschen als offener Ort auch gestaltet wird. Das heißt, es hat mit unserem Thema der Solidarität auch bereits ganz viel zu tun. Der Grund, warum wir jetzt genau in dieser Konstellation auch uns zusammengefunden haben, ist eine Gemeinsamkeit. Also wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, wie Solidarität eben inklusiv gedacht werden kann, aus der Wissenschaft heraus, aus der Praxis heraus. Und eben ein Solidaritätsverständnis zu konturieren, ist uns ein Anliegen, das nicht ausgrenzt, nicht exkludiert, gerade vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Ungleichheiten, die wir erleben. Unsere These ist, dass wir dafür gerade auch Allianzen brauchen zwischen Wissenschaft, Vereinen, sozialen Bewegungen, zwischen Kunst und Kultur. Ich selbst habe ja eine starke Verortung im Bereich der sozialen Arbeit. Und mich interessiert auch die internationale Debatte. Dort wird ein Konzept zunehmend mehr diskutiert, das Radical and Popular Social Work heißt. Und dieses Konzept passt ganz gut zu unserem Kontext, weil es eben genau darum geht. Also Verzahnungen von sozialer Arbeit und sozialen Bewegungen, Initiativen in Form von Bündnispartnerinnenschaften eben zusammenzubringen. Und die VertreterInnen von diesem Ansatz, zum Beispiel Ian Ferguson oder Michael Lavalette, sehen eben auch eine Aufgabe darin, dass die soziale Arbeit verschiedene Rollen, verschiedene Verantwortlichkeiten übernehmen kann und sich auch mit sozialen Bewegungen und weiteren AkteurInnen in die Gestaltung von Städten, von Regionen einmischt. Das ist eine schöne Sichtweise, die uns auch ermöglicht, unter diesem Rahmen auch gemeinsam zu denken und darüber hinaus zu denken und Formen von einer staatlich organisierten sozialen Arbeit, die Kolleginnen nennen das Official Social Work, stärker noch zu verzahnen mit Bottom-up-Unterstützung und sozialer Arbeit auch zwar in institutionalisierter Form zu denken, aber eben auch darüber hinaus fluide zu konzeptualisieren und auch diese informellen Bildungssettings mitzudenken. Ja, also das war so ein Rahmen, der mir durch den Kopf ging bei unserer Veranstaltung Radical and Popular Social Work. Und das Thema der Solidarität hat uns auch zusammengebracht in diesem Raum. Ich selbst bin seit 2019 mit dem Thema befasst, mit verschiedenen Kolleginnen aus der Wissenschaft, zum Beispiel auch mit Mark Hill, mit Jasmin Donlitsch und Lukas Baumann, die auch heute Abend hier sind, mit der Elisabeth Engberding, Carla Küffner und kollaborativ auch mit verschiedenen gesellschaftlichen PartnerInnen rund um Kärnten Anders und Bettina Pirker. Ich möchte nun ganz knapp einen theoretischen Zugang zum Thema entfalten, weil wir zum Thema Solidarität als Praxis ganz viel erleben werden heute Abend und werde kurz was sagen zum Thema Solidarität als Reaktion auf Krisen, als gelebte Praxis und als Schlüsselkonzept der sozialen Arbeit.
Der Begriff der Solidarität ist ja derzeit in aller Munde. Und ich denke, es lassen sich mindestens 4 Entwicklungslinien oder Ereignisse identifizieren, die zu einer Art Wiederbelebung dieses Begriffs beigetragen haben. Der lange Sommer der Migration, die Corona-Pandemie, Kriege weltweit und auch der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise auch, die eben nach einer Solidarität mit dem Planeten verlangt. Wir sehen an diesen wenigen Beispielen bereits, dass Solidarität vor allem dann entsteht, wenn Ungleichheiten besonders groß werden und wir sie nicht einfach hinnehmen wollen. Solidarität ist also auch eine Art Alarmsignal, eine Reaktion auf Krisen und auf gesellschaftliche Entwicklungen, die in Schieflage geraten. Kurt Beyerz drückt es so aus, dass er sagt, das ist ein Konzept mit in einem Spannungsfeld, also mit einer negativen und einer positiven Referenz. Wir haben Krisen und Ungleichheiten auf der einen Seite. Gleichzeitig führen aber genau diese Prozesse auch dazu, dass sich Menschen auf diesen Wert der Solidarität wieder besinnen und kollektiv agieren. Das heißt, Solidarität befindet sich in einem Spannungsfeld. Sie verweist immer auch auf einen Gegenpol und wird genau dadurch auch hervorgerufen. Dieses Spannungsfeld steigert sich dann noch, denn auch innerhalb des Solidaritätskonzepts sind nicht immer alle Menschen bedingungslos mitgemeint. Da werden wir später auch noch einige Beispiele zu hören. Also Solidarität kann auch mehr explodieren, denn inkludieren, und sie kann auch schnell wieder verschwinden. Und diese Verwobenheit von Solidarität und Entsolidarisierung, die haben wir mit Blick auf die Pandemie erlebt. Also wer hat eigentlich Zugang zu Impfstoff, wer hat keinen Zugang zu Impfstoff, und auch am ungleichen Umgang mit Menschen auf der Flucht. Wir wissen das, also natürlich ist die Solidarität für die Menschen aus der Ukraine sehr zu begrüßen, und gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass es keine bedingungslose Solidarität ist, die alle geflüchteten Menschen auf der Welt mitdenkt. Explodierende Formen von Solidarität lassen sich beispielsweise mit Hilfe von Theorien zu Othering fassen. Hiermit ist die Konstruktion einer Wir-Gruppe gemeint, die sich von anderen eben abgrenzt und sich genau dadurch eine eigene Identität gibt und zum Beispiel dann die vermeintlich anderen aus Schutzmaßnahmen exkludiert. Wir-Gruppen umfassen häufig BürgerInnen eines Nationalstaats oder auch Menschen, die als europäisch definiert oder gelesen werden. Und diese Konstruktion geht dann eben mit Entsolidarisierung, Abwertung und Ausschließung einher. Und diese problematische Komponente des Solidaritätsbegriffs, diese Form von Gruppenkonstruktion, zeigt sich auch, wenn wir in die Geschichte schauen. Also die Historie lässt sich mindestens bis ins römische Recht zurückverfolgen. Dort bezeichnet die sogenannte Obligatio in solidum eben eine Form der Haftung, nach der jedes Mitglied, meist ist hier eine Familie im Blick gewesen, für die Gesamtheit der bestehenden Schulden einer Gruppe aufzukommen hatte. Im 18. Jahrhundert wurde Solidarität dann von diesem rechtlichen Rahmen in einen politischen Kontext transferiert, wurde dann auch ein Begriff in der ArbeiterInnenbewegung und in Wohlfahrtsstaaten in vielen Ländern der Welt auch institutionalisiert. Heute sehen wir, dass soziale Absicherung vor allen Dingen und in erster Linie für StaatsbürgerInnen bestimmter Länder mit vollen Rechtsansprüchen einhergeht und Solidarität eben nicht selbstverständlich ist. Also mit Blick auf die Geschichte sehen wir eben dieses Spannungsfeld und schon die Gefahr der Exklusion im Solidaritätsgedanken. Jetzt könnten wir sagen, na gut, dann werfen wir den Begriff eben über Bord. Aber was wir heute machen wollen, ist eben zu überlegen, wie können inklusive Solidaritätsverständnisse aussehen? Wie kann das Konzept auch öffnend und in einem weiten Sinne gedacht werden? Ein solches Solidaritätsverständnis hat dann eben auch gerade die Aufgabe, Exklusionen, Entsolidarisierungen, die unter diesem Rahmen von Solidarität passieren, zu analysieren und zu problematisieren und gleichzeitig aber auch dorthin zu leuchten, wo Solidarität über zum Beispiel nationalstaatliche, herkunftsbasierte oder rassifizierte Grenzziehungsprozesse hinausgedacht wird.
Ganz kurz mit Blick in die Literatur hat Emil Durkheim beispielsweise differenziert zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Und er meint mit der mechanischen Solidarität eine Verbundenheit aufgrund von Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, beispielsweise die Religionszugehörigkeit könnten wir uns hier vorstellen. Bei der organischen Solidarität geht er aber darüber hinaus und thematisiert auch die gegenseitige Angewiesenheit von Menschen in einer arbeitsteiligen und vielfältigen Gesellschaft. Und auch Jürgen Habermas setzt Solidarität in Bezug zu Gerechtigkeit und versucht, ein weiteres Verständnis zu konstruieren. Er sieht Solidarität und Gerechtigkeit als einen Aspekt derselben Sache. Also während der Gerechtigkeitsbegriff stark auf Gleichbehandlung und die Würde eines jeden fokussiert, geht es bei Solidarität um das Wohl der in einer intersubjektiv geteilten Lebensform verschwisterten GenossInnen. Für Habermas ist Solidarität eben nicht partikular zu denken, sondern Bestandteil einer universalistischen Moral. Ja, einen ähnlichen Punkt thematisiert auch Richard Rorty in seinem Werk. Er spricht von Solidarität als Utopie, die erreicht werden muss, die eben nicht einfach da ist. Und er schreibt davon, dass es hierzu eben notwendig ist, die Konstruktion von Binnengruppen gerade zu überwinden und die Fähigkeit zu kultivieren, das Gemeinsame mit anderen zu sehen. Lea Susemichl und Jens Kastner schreiben dazu in ihrem Buch, dass es wichtig ist, ein gemeinsames Wir auf Augenhöhe zu schaffen, das aber auch Raum für Unterschiedlichkeit lässt und eben nicht in so eine assimilationistische Integrationslogik verfällt. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, können wir ausgehend von diesen Überlegungen Solidarität auch erziehungswissenschaftlich und mit Blick auf die soziale Arbeit konzeptualisieren, als diversitätsorientiert, relational, machtkritisch und inklusiv. Ein solches Verständnis würde dann eben gerade bedeuten, dass Solidarität unter Bedingungen von Diversität erwächst und eben eine Solidarität, die Menschen mit unterschiedlichen Biografien, Herkünften, Bedürfnissen, Lebensstilen auch verbindet und umfasst und über eine Solidarität unter vermeintlich Gleichen gerade hinausreicht. Ein relationaler Zugang blickt dann eben auch gerade dahin, wo Solidarität entsteht, auf unsere Beziehungen, weil sie eben nicht vorausgesetzt werden kann. Wir wissen das, unsere Beziehungen sind nicht frei von Macht und auch solidarische Beziehungen und Solidarität als Konzept braucht eine machtkritische Befragung dazu, inwieweit Solidarität selbst ausschließt und privilegiert. Ja, und inklusiv wäre Solidarität eben dann, wenn sie gesellschaftliche Verhältnisse transformiert, zu mehr Teilhabe, sich an sozialer Gerechtigkeit orientiert, Marginalisierung abbaut und auch neue Vorstellungen von Zugehörigkeiten schafft, wie zum Beispiel Helen Schwenken und Helge Schwierz das formulieren. Ja, mit diesen Überlegungen im Hinterkopf kommen wir zur Praxis. Also wo finden wir denn solche Ideen, solche Ansatzpunkte einer weit gedachten Solidarität? Ganz kurz dazu, auch wie wir uns begegnet sind. Das ist im Rahmen der sogenannten Wochenenden für Moria, Kärnten, Koroschka in Klagenfurt gewesen im April 2021. Hat mich mein Umzug nach Klagenfurt auch direkt quasi zu Kärnten Anlass geführt. Die Wochenenden für Moria, das ist eine soziale Initiative, die hier in Klagenfurt, aber auch andernorts stattgefunden hat und wo Menschen eben in Zelten übernachten auf zentralen Plätzen in der Stadt, um auf die österreichische und europäische Asylpolitik und die Lebensumstände von Menschen in Geflüchtetenlagern aufmerksam zu machen. Das war dann auch ein Anlasspunkt für mich, das forscherisch aufzugreifen. Und ich habe so dann Bettina Pirker, Martin Diendorfer, Barbara Ambrosch-Rapp und auch Babak Soleimani kennengelernt. Charakteristikum von diesen Wochenenden, und das könnt ihr viel besser erklären, ist das Spiel mit Art, also mit künstlerischen Mitteln, um eben Leute anzuziehen, auf Missstände aufmerksam zu machen, mit Rap zu arbeiten, mit Slams, mit Graffiti-Aktionen, Breakdance, Performance-Art.
und in einem sich involvieren in die Missstände der Welt. Und ja, sie stellen auch eine Öffentlichkeit her und können als Intervention in gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse gelesen werden. Dazu erleben wir später mehr, deshalb springe ich an dieser Stelle. Was wir sehen können, ist, dass aber auch solche künstlerischen Interventionen Potenzial haben, Begegnung zu schaffen, Empathie und Verbindung zu schaffen und inklusive Ideen von Solidarität als Praxis zu leben. Und gleichzeitig sind sie natürlich immer auch Ausdruck von Hierarchieverhältnissen. Also wir können uns immer fragen, wer überhaupt im urbanen Raum für Solidarität einstehen kann, wer aus dem urbanen Raum verdrängt wird, wer auch kriminalisiert wird, möglicherweise im Einstehen für Solidarität. Interessant ist, den Blick auf die Stadt, auf Räume zu werfen. Das macht Bettina Pürker später auch noch ausführlicher. Und die Stadt auch als Aushandlungsraum zu lesen von globalen Ungleichheiten und zugleich als Möglichkeitsraum auch zu untersuchen und zu analysieren. Denn wir können diese Performances auch als Transformationen von unten verstehen, als kollektive Agency mit dem Ziel, eben etwas zu verändern. Als Pädagogin gesprochen, hat mich das erinnert an ein Zitat von dem Pädagogen Georg Häuser, der eben sagt, das Ziel, Ungleichheit abzuschaffen, erfordert über Generationen hinweg von frühester Kindheit an Solidarität aufzubauen durch die gelebte Erfahrung von Gleichheit bei allen Unterschiedlichkeiten. Und das wäre eben ein Beispiel dafür, was wir hier dann im Stadtraum beobachten können. Heinz Bude spricht von Akten der Zuwendung in Situationen des Unrechts, die zu einem Mehr an Inklusion beitragen können. Der Inklusionsbegriff ist hier sehr interessant, weil es da auch wie bei Solidarität in so einem weit gefassten Sinne eben darum geht, Teilhabebarrieren strukturell abzubauen und der Solidaritätsbegriff gleichzeitig noch auch auf diese affektive Verbundenheit hinweist. Dann geht der Blick eben weiter als in einem Integrationsverständnis, das immer wieder diese Figuration wir und die anderen, fremd und einheimisch bedient, sondern es geht gerade darum, diese Dichotomien zu durchbrechen und neue solidarische Potenziale füreinander zu eröffnen. Gleichzeitig muss man sagen, dass gerade solidarisches Engagement ja bestimmte Menschen erreicht und bestimmte Menschen nicht erreicht. Also es gibt auch Begrenzungen von solidarischen Interventionen. Das führt mich auch zum letzten Punkt, zur sozialen Arbeit. Denn natürlich ist es kein Thema, für das soziale Initiativen und Bewegungen alleine zuständig sind. Die soziale Arbeit ist ja eine Menschenrechtsprofession. Sie ist transnational zuständig, gerade dann, wenn soziale Absicherung nicht mehr gewährt ist. Und sie strebt nach sozialem Wandel, nach Partizipation, Gleichberechtigung, nach Inklusion. Und ich denke, so ein Austausch, wie wir ihn jetzt heute auch führen wollen, hat ganz viel Potenzial, also durch die Verzahnung von sozialen Bewegungen, sozialer Arbeit, Wissenschaft, Kunst, Praxis, den Gedanken von Solidarität auch in der sozialen Arbeit zu stärken und auch Bündnispartnerinnen schaffen, weiterzudenken. Also auch mit Blick auf die Universität auch in die Stadt zu bringen, die Universität auch als einen Raum zu begreifen, der nach außen hin sich verbünden kann, wirken kann. Interessant sind hier die Überlegungen zum Beispiel von Tim Kunstreich und vielen AkteurInnen auch im Umfeld der kritischen sozialen Arbeit, dass es eine Art solidarischen Professionalismus braucht. Das sind keine neuen Gedanken, muss man dabei sagen, sondern die weisen auf eine Tradition hin, die wir jetzt noch mal stärker denn je brauchen, die auch sich verzahnen mit Überlegungen zum Beispiel von dem Befreiungspädagogen Paulo Freire, der in seinen Werken von einer solidarischen Transformation gesellschaftlicher Strukturen spricht. Ich möchte an der Stelle gar nicht so viel weiter erzählen, sondern gerne auch damit schließen, also mit den Perspektiven, die ich aufmachen wollte. Ich habe eben begonnen mit der Frage danach, wie kann Solidarität, die oft so exkludierend auch
ja, gelebt und gedeutet wird, geöffnet werden? Wie kann ein inklusives Solidaritätsverständnis aussehen? Und habe das eben als diversitätsorientiert, machtkritisch, relational und inklusiv gezeichnet, orientiert an sozialer Gerechtigkeit. Und wir können den Blick natürlich auch über den Menschen hinaus und müssen ihn über den Menschen hinaus auch erweitern mit Blick auf nachhaltiges Zusammenleben. Und die These, mit der ich gerne enden möchte und das Wort auch an meine Kollegin abgeben möchte, ist eben, dass ein solches Solidaritätsverständnis ganz dringend den Dialog braucht, die Kollaboration braucht mit Kunst, Wissenschaft und Aktivismus, um sich noch weiter entfalten zu können und auch die empirische Forschung zu solidarischen Allianzen und Städten.